Heute will ich untersuchen, wie hoch der Widerstand von Wasser eigentlich so ist. Dazu habe ich vier 9-Volt-Batterien in Reihe geschaltet. Das gibt ungefähr 37 Volt Spannung und der Strom von der blauen bis zur braunen Elektrode, der beträgt zurzeit 119 Mikroampere. Wenn man das ins ohmsche Gesetz einträgt, kommt man hier auf ungefähr 310 Kiloohm von blau durch das destillierte Wasser nach braun. Spannend wird es jetzt, wenn ich ein bisschen Küchensalz in das destillierte Wasser reingebe und das Ganze ordentlich verrühre. Du kannst ja schon am Display sehen, dass wir in den nächsten Messbereich gehen müssen. Und wenn ich jetzt hier noch ein bisschen umrühre und das Salz in der Lösung verteile, dann komme ich hier auf inzwischen satte 60 Milliampere. Man kann hier schon eine Blasenbildung an der Elektrode sehen. Und natürlich können wir mit dieser Menge an Strom auch eine Unterwasser-LED zum Leuchten bringen.